Unser heutiges Thema sind Nackenschmerzen. Vor allen Dingen geht es mir um die Schmerzen im oberen Bereich des Nackens. Ich zeige euch drei Übungen, was ihr dagegen tun könnt. Mein Name ist Jens Bendlage und ich begrüße euch recht herzlich auf unserem YouTube-Kanal Online-Physiotherapie. Ja, wer kennt sie nicht? Die typischen Nackenschmerzen hinten an der Hinterkopfkante. Sie verursachen Spannungskopfschmerzen. Sie können zu Schwindel führen. In manchen Fällen kommt es sogar zu Ohrengeräuschen wie beim Tinnitus. Oder es kann auch Sehstörungen verursachen. Die Schmerzen werden in der Regel ausgelöst von verspannten Muskeln hinten am Hinterkopf. Ich zeige euch das mal hier an der Wirbelsäule. Wir haben kleine Muskeln, die von der Hinterkopfkante an die oberen Wirbel ziehen. Und diese Muskeln sind eigentlich dafür verantwortlich, den Kopf in seiner Mittelstellung zu halten. Wenn diese Muskeln verspannen, klemmen sie sich ihre eigene Blutversorgung ab. Sie werden nicht mehr vernünftig ernährt, es kommt zu Schmerzen. Gleichzeitig gibt es Nerven, die durch diese Muskeln hindurchtreten und die Kopfhaut versorgen. Wenn die geklemmt werden, haben wir Kopfschmerzen. Wie wir das jetzt in den Griff bekommen, zeige ich euch jetzt an der Biggie. Du nimmst deine Hände, faltest sie nicht ganz zusammen, super. Und dann legst du deine Hände hinten in den Nacken und zwar so, dass deine Daumenballen sich an diesen kleinen Knochen, die du hinter dem Ohr spürst, einhaken. Für euch nochmal, das sind diese Knochen hier, man nennt sie auch Mastoid, da haken sich die Daumenballen ein. So, wenn du das gut eingehakt hast, dann bringst du deine Ellenbogen nach vorne zusammen und nimmst dein Kinn zur Brust. Das passiert automatisch schon durch das Zusammennehmen der Ellenbogen. Und jetzt ziehst du ein klein bisschen an deinem Kopf, und zwar so ein bisschen schräg nach oben und achtest darauf, dass gleichzeitig dein Kinn an der Brust bleibt. Nimm deine Schulter noch etwas runter, dann kriegst du noch ein bisschen mehr Spannung. Diese Dehnung hältst du eine Minute. Und machst dann eine kleine Pause und machst das Ganze nochmal. Okay, super. Als zweite Übung, steh mal kurz auf. Wir drehen den Stuhl, du darfst dich wieder hinsetzen. Und du machst kleine Nickbewegungen, als wolltest du Ja sagen. Jawohl, sehr gut. Die Biggie macht es super. Ihr müsst einfach schauen, dass ihr das Gefühl habt, euer Kopf ist ganz locker auf der Wirbelsäule und nickt. Das macht ihr in etwa eine Minute und dann sagt ihr Nein. Mach mal eine Nein-Bewegung. Genau. Dieselbe Intensität, ganz lockeres Bewegen und einfach Nein, Nein, Nein. Genau. Und dann könnt ihr das kombinieren, um so ein klein bisschen Koordination da reinzubringen. Ihr macht ja, 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 nein, 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 ja, 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 nein, 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 immer im Wechsel. Das könnt ihr auch selber entscheiden, wie viel ja und wie viel nein ihr sagen wollt. Das spielt keine Rolle. Macht es insgesamt eine Minute, zwei Minuten und so bekommt ihr eine tolle Koordination von der Nackenmuskulatur. Super. Und dann machen wir noch eine Übung zur Stabilisation. Da darfst du gerade so sitzen bleiben. Dein Rücken ist immer noch sehr schön gerade. Du legst deine Hände vorne auf den Brustkorb. Genau. Und jetzt neigst du dich mit geradem Oberkörper nach hinten und zwar so weit, wie deine Füße gerade noch am Boden stehen bleiben können. Okay, jetzt musst du darauf achten, dass der Abstand von deinem Kinn zu deinen Händen immer gleich bleibt. Und dann gehst du wieder vor. Und dann kommst du wieder zurück. Und durch dieses Zurückneigen wird die Muskulatur im vorderen Bereich des Halses angesprochen. Und somit bekommen wir eine schöne Stabilisation und einen schönen Ausgleich zwischen der hinteren Nackenmuskulatur und der vorderen Muskulatur am Hals. Auch diese Übung machst du 10 bis 15 Mal, 3 Wiederholungen. Und genau. Okay. Ich hoffe, dass ihr mit diesen drei Übungen eure Nackenschmerzen in den Griff bekommt. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch.
und abonniert unseren Kanal Online-Physiotherapie.